Meinen Sie mal zum schön angespielt. Ja, wie soll ich sagen? Kennt ihr das, wenn man so Nostalgiegefühle hat und dann so denkt so, what? Das Spiel gibt's immer noch. Ich glaube, für 2 Euro gibt's es auf Steam. Oder ich hab's jetzt mir jetzt von Euro geholt, weil es 50% runtergesetzt war. Und Mohun. Oh, ich hab das früher gesuchtet, wie Sau, wo das rauskam. So das erste. Es ist ja Mohun Deluxe. Und, ja, ich hab auch schon mal ein bisschen gespielt. Letztendlich steht hier, eure Ziel des Spiels ist es, durch Schießen so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Schuss, zielen, Knopf drücken, dann loslassen. Bewegen, Knopf drücken und ziehen, nachladen, Reload klicken, Space-Taste oder rechte Mausknopf drücken. Ein Spiel beenden, Escape drücken ist ein bisschen abgeschnitten, ja, und Hilfe. Ist es ja. Und, ich habe hier schon ein bisschen, Yoshikoya ist der Beste, wollte ich eigentlich nicht schreiben, aber naja. Ich könnte auch ein Highscore resetten, aber 360 Punkte, das ist... Mohun Deluxe Version 1.0 auf Steam. Ja, Publisher bei. Kann ich hier noch runterscrollen? Nee, will nicht, dass ich runterscrolle. Ah, so geht das. Und dann könnt ihr hier durchlesen, wer alles ist. Hier Info bei dojono.net und Credits und. Warte mal, da kann ich doch hier drüben. Mohun Deluxe? Achso, hier kann ich es verlassen. Gut. Und hier kann ich starten. Und die Musik im Hintergrund die ganze Zeit. Anymore. Nee, in the sky. Nicht mehr anymore. Und jetzt spielen wir mal eine Runde. Das Spiel ist eigentlich bloß dabei, diese schönen Mohühner hier. Ich weiß nicht, wer Mohühner noch kennt von euch. Einfach mal so schön abzuknallen. Ich spiele jetzt mal 1-2 Runden. Erstmal probieren wir es einfach mal so schön hier. Ja, los. Die ganze Zeit hier Mohin abzuknallen. Ich habe heute Don't Aim, das geht überhaupt nicht. Also das, was das Spiel ihnen sagt, machen wir. Wir knallen die Mohühner ab. Den kann man nicht abknallen. Ich weiß nicht wie, aber den kann man ebenfalls nicht abknallen. Den auch nicht, da gibt es immer Minuspunkte. So, und da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Und Peng. 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 Das Schlimme, was ich hierbei finde, ist eben halt, dass wenn man was gedrückt hält, sieht man eben halt das hin und her. Früher war es eben halt so, wenn du die Maus nach links und nach rechts gezogen hast, wurde das immer hin und her gependelt. Aber jetzt geht das eben halt nicht mehr, jetzt muss man immer gedrückt halten. Und ja, passiert eben halt, ne? Man hat immer bloß so 1,5 Minuten Zeit, deswegen wurde das nämlich ein bisschen angespielt. Jetzt stirb. Und... man kann eben halt jetzt hier auch die zum Beispiel mal noch mit runter schießen und wo man nochmal extra Punkte kriegt. Ist die Zeit gleich vorbei, ich habe bloß ein paar Punkte. Und danach zeige ich euch mal gleich noch eine Runde. Jo. Schon wieder zweiter Platz. Ach, warum bloß? Ich bin ja nicht gut, ne? Das ist ja. Hallo YouTube. So. Anymore. Nee, in the sky. Warum habe ich immer das? I see not the sky. Das ist Sunshine anymore, denke ich mir immer so bei Mohun. Deluxe. So. Und jetzt machen wir noch was Neues. Das Schöne ist, das Spiel hat Gimmicks. Das Spiel hat. Oh, jetzt habe ich den abgeknallt. Egal. Das Spiel hat Gimmicks. Hier hinten hat man auch schon wieder Sven das Schaf. Das war früher auch so ein schönes Spiel. So. Für die Kinder war es eben halt lustig. Aber man kriegt die Minuspunkte, wenn der abknallt. Wenn man hier drauf schießt, kriegt man Minuspunkte. Wenn man hier drauf schießt, kriegt man auch Minuspunkte, weil verständlich, weil wir schon gern beim Kacken gestört werden. Den kann man zum Beispiel nicht abschießen, aber man kann hier gegen die Tür schießen, gegen das schießen, kriegt man auch nochmal Punkte. Hier kriegt man Minuspunkte, wenn man gegen die Schnecke von der Sesamstraße. 50 Minuspunkte, man kann den Apfel, kriegt man auch Minuspunkte. Gegen den Baum kann man schießen, kriegt man Minuspunkte. Gegen die kann man schießen. Gegen das kann man schießen. Gegen das kann man schießen. Hier kann man den Hut runterschießen. Das ist so richtig genial. Man kann so noch ein paar kleine Gimmicks finden. Den kann man aufschießen. Den Hut kann man leider nicht runterschießen. Hier kann man wieder so 50. Das Ende ist immer so das Beste, wenn sie dann alle so vorbeifliegen und du denkst so, Alter, ich habe nur noch 10 Sekunden. Schnell alle mal abschießen hier und immer nachladen und schießen und nachladen und schießen. Ich fühle mich wie in jedem Call of Duty hier.
Peng und Peng. Oh, guck mal, jetzt fallen sie sogar runter. Das ist ja mal echt recht geil. Oh, kommen sie gar nicht. Ach, die fetzen hoch. Zuck. So. Spielen wir gleich mal noch eine Runde. Damit die Aufnahme nicht zu kurz wird. Ich meine, 5 Minuten, hallo, das ist... jo. Jetzt war ich mal nicht so gut, weil, ich drücke rum auf die falsche Seite. Denn hier lassen wir mal in Ruhe angeln. Da haben wir in der Zeit mal ein paar Punkte. Ein paar Minuspunkte. Ich schieße die da hinten zu gerne ab. Jetzt. Leer geangelt. Hat einen Stöpsel gezogen. Jetzt kommt man aber auch nicht mal an den ran auf. Den gibt es eben halt auch Punkte. Man muss sich so ein bisschen in das Spiel drin finden, damit man eben halt genug Punkte zusammenkriegt. Und dann, das habe ich früher immer so gegen meine Eltern noch sehr gerne gespielt, wo ich dann gesagt habe, jo, ach, ich spiele mal ein paar Runden Moorhuhn und dann, ja, ich bin Erster und dann mein Vater irgendwann, wenn er mal wieder vom PC saß, ach, ich spiele jetzt mal ein paar Runden Moorhuhn. Und ja, und dann, ey, dreht das Vieh einfach um. Dann hat er wieder angefangen mit Moorhuhn spielen und er fing dann an, jo, ja, ich hab dich jetzt, probier mal mich wieder zu besiegen. Das ging die ganze Zeit lang so. Und es hat einfach nicht aufgehört, weil es war einfach nur zu geil. Ach ja, ich wollte noch was anderes zeigen. Hier unten, bevor man die abschießt, sind hier unten Karten. Kann man die Karten machen, kriegt man auch nochmal schön Punkte dafür. Ist aber zufällig. Ach ja, das Tor kann man auch aufschießen. Hab ich auch nicht gezeigt und, das ist so einfach bloß Bilderballerei und immer noch lustiger als Call of Duty. Das ist auch so ein kleines Glücksspiel. 1300 Punkte, Leute. Hier, wer ist der Beste? Jetzt könnt ihr eben halt machen, wer das Spiel auch hat, wer auch gerne wieder das Gigi-Feel hat, kann ja mal gucken, wer das Spiel, kann ja mal unten in der Beschreibung schreiben. Wie viele Punkte ihr habt? Wie gesagt, das Spiel kostet zurzeit 1 Euro. Ich hatte eben halt noch ein bisschen Geld übrig. Für 1 Euro, da holst du es dir. Das ist. Jo, und hier kommt natürlich Chico, ja. Und dann würde ich einfach mal sagen: Danke fürs Zuschauen. So eine kurzes angespielt von Moorhuhn Deluxe. Und ich hoffe, ihr habt mit dem Spiel genauso Spaß wie ich. Ich werde jetzt noch ein paar Runden machen. Mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar mehr Punkte zusammenkriege. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.